Ich freue mich, meine Damen und Herren, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einem Steiermark 1 Stadtgespräch. Ein Stadtgespräch, ich verspreche es Ihnen, das wird sich für Sie auszahlen. Vor allem, wenn Sie ein Freund der volkstümlichen Musik sind und vor allem, wenn Sie auf die Stornis stehen. Und wie sonst sollte es heute heißen, als dass wir sagen, Steirermen san very good. Seien Sie gespannt, ich freue mich sehr über meine beiden Gäste. Das ist die Hanneliese Kreisel-Wurt. Herzlich willkommen. Sie ist Autorin, Komponistin, Produzentin und hat natürlich eine ganz intensive Beziehung zu den Stornis. Und den Mann daneben, den brauchen wir nicht vorstellen, das ist der Fritz, der Fritz Willingshofer, einer der Stornis. Freut mich sehr, dass er hier ist. Freut mich sehr über euch beide. Ja, Frau Kreisel-Wurt, die enge Beziehung zu den Stornis ist vor allem auch eine, und das war ja sozusagen die große Überschrift, die wir hier heute auch haben, Steirermen sind very good, aus Ihrer Feder, aus Ihrem Kopfe entsprungen. Wie viele Titel haben Sie denn für die Stornis so geschrieben? Es sind mehr als 50 ja. In gut 25 Jahren. Wobei aber der Steirermen, glaube ich, der Durchschlag, ich meine, es waren alle durchschlagend, das muss man schon dazu sagen, aber Steirermen war doch schon, glaube ich, eine Nummer für sich. Ganz sicher, ja. Es ist eigentlich die Nummer der Stornkugler. Ja. Und auch für mich eine ganz besondere Nummer. Weil? Weil, da gibt es eine Geschichte dazu. Dachte ich mir es doch. Es gibt den Titel Happy Love in Styria. Ja. Diesen Titel habe ich ein Jahr vor Steirermen geschrieben. Und ich darf das sagen, Fritz, ja. Die Stornkugler wollten diesen Titel eigentlich nicht, nein, weil er ja englische Brocken hat. Also Happy Love in Styria. Es ist die Liebesgeschichte zwischen einer Amerikanerin und einem kernigen steirischen Naturburschen. Ja. Und deswegen auch die englischen Brocken. Und die Stornkugler haben gesagt, du, wir kennen ja nichts Englisch. Wieso soll man jetzt auf einmal Englisch im Lied singen? Sehr schnell hat aber die Plattenfirma dann die Burschen überzeugt und hat gesagt, hey, das ist eine super Nummer, die wird euch das junge Publikum bringen. Ja. Und so war es auch. Und dann hat der Fritz bei einer Goldverleihung in Ramsau am Dachstein zu mir ein Jahr später gesagt, du, wir suchen schon wieder, für die nächste Platten war es damals, gell? Ja, genau. Ja. Für die nächste Platten und darf ruhig wieder mit Englisch sein. Das heißt, der Fritz hat seine Englischkenntnisse verbessert. Mit Steirermen sind very good, kommt man mittlerweile ganz gut durch die USA, oder? Da haben wir dann schon ein bisschen weniger Probleme gehabt damit. Also zuerst haben wir halt da gesagt, wir haben nicht Englisch kennen, wir haben das gar nicht gelernt. Ja. Haben wir gesagt, naja, wir sind so urig. Und jetzt singen wir da Englisch. Naja, ganz hat es uns nicht gefallen, aber wir haben nicht lange diskutiert, also mit dem Produzenten damals, mit dem Peter Rosinak. Genau. Und dann haben wir gesagt, nein, das nehmen wir auf. Und das Happy Love in Styria, ich kann mich noch ganz genau erinnern, da sind wir in Wern, auf der Werner Mess, sind wir hingefahren, das war im Frühjahr, wie wir halt die Platten präsentiert haben und haben das Lied gesungen dort. Und den gleichen Tag sind die Anrufe gekommen, super, klasse, das ist speziell und so weiter, das gefällt uns und ja. So halt. Und wo wir gespielt haben, das hat man von uns nicht erwartet. Aber ihr habt es dann schon gesehen, halt das haben wir da falsch gelegen, zuerst falsch gelegen. Absolut, ja. Ich meine, wir haben halt so reagiert eigentlich, dass wir gesagt haben, naja, was wenn die Leute sagen, wenn wir jetzt Englisch singen, wir kennen ja nicht einmal. Ja, aber das versteht jeder, ne? Ja, aber war so, ja. Gott sei Dank, dass die Hanneliese diese Ideen gehabt hat. Und sie hat immer wieder Ideen gehabt für uns, wo wir gesagt haben, schau, auf das muss das kommen. Und wir haben schon wieder probt und das hat passt. Sie hat das für uns so geschrieben, wir haben nichts ausbessern brauchen, nichts umgestalten, sondern auf unsere Art einfach interpretieren und passt hat's. Also die intensive Beziehung, da muss man schon spüren, was brauchen die Buben? Ja. Oder die gestandenen Mannsbrüder, muss man eigentlich sagen, weil die Stornis, dass man weiß, okay, das können sie bringen und Steirermen, da waren sie überzeugt davon, das ist etwas, was die Jungs gut zusammenbringen werden. Ja, das war absolut. Das ist, wie oft habt ihr das gesungen? Kann man das überhaupt sagen? Das kann man nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Nein, das kann man nicht sagen, weil das ist wie tausend Mal, weil wir es ja einfach überall, wo wir hinkommen, sagen,
zweimal hat man es sowieso müssen, fast überall spielen. Ja. Und ob wir jetzt da Unplugged gespielt haben bei der Geburtstagsfeier oder daheim im Gasthaus oder wenn wir irgendwo wenn wir geschlafen haben und wir haben noch in der Gaststube dann auch gespielt oder was halt, ist das erste, das ist ein Steirermann, das will jeder hören. Ja, super. Wie ist er heute noch so? Ist er heute noch so, Gott sei Dank. Ja. Und durch das Musical, also da lebt das. Da reden wir ja gleich. Ja. Da reden wir ja gleich. Zuerst mich noch interessieren, das Persönliche zu Hanne-Lise Kreiselwurth. Sie hat ja nicht nur für die Stornis Titel geschrieben, sie hat ja tausende Titel geschrieben für die Szene. Wie kommt man überhaupt dazu? Was war so dass der Beginn der Hanne-Lise Kreiselwurth, dass sie diesen Weg einschlägt, der ja höchst erfolgreich war und ist? Also ich bin ein echtes Musikerkind. Mhm. Während einer Tournee meiner Eltern entstanden. Meine Mutter war eine Sängerin, die ist mit ihrer Schwester als Volksmusikduo, die haben echte Volkslieder gesungen, aufgetreten und hat den Bauch, hinter dem ich versteckt war, mit der Gitarre abgedeckt. Also ich war schon auf der Bühne, da war ich hat man schon die Schwingungen sieben Monate im Bauch. Sie hat gesagt, bis zum Schluss war es auf der Bühne. Und mein Vater hat Klavier und Violine studiert in Wien. Und hat dann nach dem Krieg eine Big Band gehabt und hat für die Amerikaner Glenn Miller gespielt. Mhm. Und bei uns zu Hause wurde immer Musik gemacht. Und das heißt, ich bin eigentlich zwischen dem Zeiserle auf der einen Seite und dem, weiß ich nicht, In the Mood aufgewachsen. Das ist wirklich so. Und relativ schnell, natürlich, wurde ich als Musikerkind auch zum Klavierunterricht getrieben. Hat mir nicht immer Spaß gemacht. Gott sei Dank, sagt man heute wahrscheinlich. Ja, ja, natürlich. Ja. Ich bin sehr froh, dass ich das lernen durfte, wirklich. Und ich habe auch sehr bald begonnen, Gedichte zu schreiben in der Volksschulshow. Ich weiß nicht, das ist eigentlich, ich meine, es ist ein Talent. Es ist eine Gabe, dass man irgendwas so in Reime fasst und Spaß daran hat. Vor allem, wenn man denkt, ich meine, ein Zufallsprodukt, ein Solid Gold ist schneller mal produziert, aber bei Ihnen, die Bilanz ist ja wirklich, spricht für sich, wirklich x Titel in der Szene, die aus Ihrer Feder stammen. Also da muss man schon sagen, die Frau hat was drauf, sagt man heute im 21. Jahrhundert. Ne? Ja, es ist ein Talent und es macht mir Freude, das muss ich wirklich sagen. Jetzt haben wir ja, der Fritz hat schon angesprochen, 44 Jahre, die Stornis haben ja heuer aufgehört, werden wir auch noch kurz darüber reden, aber nicht ganz, sie sind noch irgendwie nahe, weil es das Musical. Es war heuer die Uraufführung ihres Musicals, Steirermen sind very good in Weiz. War das eine Notwendigkeit, dass sie gesagt haben, da braucht man jetzt noch irgendwie, das kann nicht sein, dass die Stornis jetzt einfach weg sind, da muss es noch irgendwas nachbereitend geben? Ich muss dazu sagen, dass die Idee, dieses Musical zu machen, nichts Neues war. Ich habe diese Idee, ich sage aber vor 6 Jahren, aber ich vermute, es war schon vor 8 Jahren, bei einem Spaziergang im Almenland, rund um den Teich Almsee, haben sie mich geschleppt, meine Tochter und mein Schwiegersohn. Und da habe ich mir gedacht, man müsse, am Vorabend war ein Storkugler-Konzert in der Gasen unten, man müsse wirklich so eine Geschichte machen mit diesen Melodien, die ja sehr viele Leute kennen und lieben. Und man müsste das in eine Story verpacken und auf die Bühne bringen. Und ich habe mir damals erste Notizen gemacht, welche Personen möchte ich skizzieren und welche Lieder sollen die dann im Musical bringen. Und im Vorjahr, wie ich wirklich kapiert habe, okay, die meinen das ernst mit dem Aufhören, hat mir wehgetan. Im ersten Moment denke ich mir, ha, eigentlich wollten sie 45 Jahre machen, jetzt sind es nur 43. Ja. Da habe ich wirklich gewusst, so, okay, diese Idee ist mir nimmer aus dem Kopf gegangen und jetzt muss ich das machen. Und Gott sei Dank haben sie es auch umgesetzt, denn es war ein großer Erfolg. Ich frage uns erst einmal den Fritz, wie hat es ihm gefallen? Naja, es war Wahnsinn. Ich hab ja, habt ihr euch wiedererkannt, hoffentlich. Nein, sicher. Und das war ja so, die Hanne-Lise hat mir das dann erst voriges Jahr gesagt, dann, dass sie das geplant hat. Ja, sag ich, du, das muss ja erst entstehen. Ja, sag sie, aber ich bin schon sehr weit. Ne? Ja, ja. Naja, dann ist natürlich für uns schon sehr überraschend gekommen, dass man überhaupt aus dieser Szene sowas machen kann.
Und ich muss sagen, einfach, wir bewundern einfach die Hanneliese da, dass sie sowas inszenieren kann. Also, sind die Schauspieler so viele junge Leute, die eben, da mitmachen. Und es war ja so, im Publikum haben wir immer jung und alt alles beieinander gehabt. Und das ist ja das Schöne, immer, gell? Ja. Dass man nicht sagt, die Jungen volkstümlich, sondern im Gegenteil. Gell? Ja, und jetzt ist absolut sowieso ein Trend zum Dirndl hin, zum der Lederhosen, genau. Zur Tracht. Die Leute gehen in die Disco, oder wenn wir im Bierzelt gespielt haben, die jungen Leute, frech, keck, mit Trachten, ist wurscht, ob die ganz echt sind. Wurscht. Aber es ist schön, locker das und Lebensgefühl frisch. Das Lebensgefühl ist wichtig. Ja, das stellt was da, das was die Lebensfreude einfach. Gell? Genau. Und das ist da in dem Musical da absolut drinnen. Also und wir waren so begeistert. Jetzt haben wir unsere Seher natürlich neugierig gemacht. Es waren ja viele noch nicht. Aber da können wir jetzt auch gleich sagen, Frau Hanneliese, es wird weitere Aufführungen geben. Wir wissen zwar noch nicht wann, aber wir haben eine Homepage. Eine Homepage. Ich glaube, die heißt steiermann-dasmusical.at. Blenden wir auch gerne ein. Da werden dann die weiteren Termine bekannt gegeben. Und Sie haben mich so nett darauf aufmerksam gemacht und das halte ich für eine gute Idee, nämlich Weihnachten naht. Warum nicht? Einen Gutschein schenken für die Lieben zu Hause. So wir können zwar den Termin noch nicht einsetzen, wir schreiben heute Frühjahr 2012. Aber dann geht's. Man kann einfach den Gutschein beziehen. Also sicherlich eine gute Weihnachtsidee, sich die Stornis reinzuziehen, im besten Sinne, weil, und das wissen wir, es sind 43, 44 Jahre knapp zu Ende der professionellen Karriere. Wie geht's euch denn? Fragt man natürlich. Wie geht's den Stornis? Ich meine, der Abschied war lange. Ich habe eine breite Abschiedstournee gemacht, Gott sei Dank. Das ist mir den Fans natürlich schuldig. Wie geht's euch jetzt? Uns geht's, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Wir haben uns, wenn wir uns für das entschlossen haben, haben wir gesagt, in erster Linie spielt sich das im Kopf an. Wir müssen uns einmal sagen, wir haben das 43 Jahre gemacht, wir haben das mit Erfolg gemacht, wir haben alles genießen können, wir haben natürlich uns müssen viel einsetzen, auch unsere Familien. Ja. Ist uns bestens gelungen und da sind wir glücklich, dass das so war. Was willst du mehr? Und nach einer gewissen Zeit sagt man, danke, das war's. Es gibt noch so viele andere Dinge, für das, was wir eigentlich nicht Zeit gehabt haben. Und jetzt wollen wir das genießen. Wir haben Gott sei Dank jeder, unsere Familie, die Frau, die Kinder, die Einkerln, alle brauchen es uns irgendwo. Und das ist das Schönste, was es gibt. Also wenn man das nach so einer erfolgreichen Zeit noch haben kann. Und das wissen wir sehr zu schätzen. Und wir sind jetzt glücklich, zufrieden, froh, dass wir das so machen können. Das Schöne ist ja, ich weiß nicht, Frau Kreisel, wo ich sehe, zwei Fragen an Sie. War es der richtige Zeitpunkt für die Stornis aufzuhören von Ihrem Gefühl? Wahrscheinlich nicht, die hätten noch weiterspielen können. Also es hätte in zwei Jahren auch sein können, mit noch 45 Jahren. Aber das Schöne ist ja auch, wenn man den Fritz jetzt so nahe bei mir hat, das war ja wahrscheinlich auch ihr Geheimnis, dass die immer so waren, wie sie eben waren. Die sind nicht irgendwie verdorben worden durch die Szene. Wir kennen ja da Geschichten, die sich da mittlerweile abspielen. Was glauben Sie, was war das Geheimnis der Stornis? Ich glaube, das Geheimnis ist, dass die, man sagt heutzutage authentisch dazu, dass die wirklich das sind, was sie auf der Bühne verkörpern. Die sind am Boden geblieben. Das ist wahrscheinlich die einfachste Erklärung und sind nette, herzliche, ganz normale Leute. Das auch für ihre Fans. Da kann jeder zugehen und sagen, hallo, Servus Fritz. Ja, das haben wir immer gesagt. Wenn ihr euch das anschaut, ich meine, ich habe es vier Jahrzehnte erlebt in diesem Geschäft, habt ihr das auch festgestellt, dass sich da vieles verändert hat, manches auch nicht so in die richtige Richtung. Wie ist es euch da damit gegangen eigentlich? Naja, es ist ja auch, wir haben ja auch müssen mit der Zeit gehen. Ja. Und war schon da mit den Liedern, also damals Englisch, jetzt singt man da in der Volksmusik Englisches, das war für uns ein Schnitt, ein Wechsel, aber nur, er hat sich sofort bestätigt. Und wir haben das auch weiterhin, dann haben wir ja im Looking for Freibier und so gewisse Sachen gehabt, waren alles Hits, waren alles gute Dinge, weil es die Leute einfach taugt hat, das Urige doch mit einem Neuzeitlichen zu verbinden. Und ich muss da sagen, also was für uns ganz groß in Erinnerung bleibt, damals, wenn wir in Steiermann gehabt haben,
sind wir in München zusammengesessen mit den Produzenten, Schallplattenfirma, alles Mögliche, Verlag und so weiter. Und dann ist gesagt worden, ja, mit dem Steiermann, da können wir jetzt alles machen. Da können wir in Deutschland, wir können einmal 15 Fernsehsendungen machen. Der Hans Bayerlein, der große Volksmusik, also er war wirklich, oder ist noch, heute noch ein ganz großer. Der hat gesagt, diese Möglichkeiten stehen alle offen, hat uns gesagt, bei der Tournee und da können wir dabei sein und so. Und die war damals, naja, über 40, zwischen 40 und 50 und habe gesagt, gerade im großen, besten Erfolg, und habe gesagt, ist super, wenn wir das machen können, aber das geht nicht bei uns. Ich habe gesagt, wir haben eine Familie und einen Bauernhof daheim und jetzt können wir das nicht. Naja, da hat er auch mal geschaut, dass es sowas gibt, nicht? Sagen wir, wenn wir einen Erfolg haben und alle Wege sind offen und alles. Aber heute, wir haben gut, oft schon darüber gesprochen, Gott sei Dank, dass diese Entscheidung damals, es ist nicht leicht gewesen. Und sie haben vielleicht immer gesagt, ja, das ist nicht klug für die Burschen. Aber wir sind froh, dass das so gewesen ist. Es hat noch trotzdem für alles gereicht. Und weiß Gott. Wir haben die Familie und den Bauernhof und alles. Und den Riesenerfolg gehabt. Also euch, bei euch die Bilanz ist super, super schwarz. Ja. Sagen wir mal. Weil wir schon am Schluss sind, Fritz, ab und zu packt die Gitarre und die Instrumente noch aus, im kleinen Kreis, glaube ich, gell? Ja, genau, wir haben die Tonanlage, Lichtanlage, alles LKW, weg. Alles weg. Aber wir haben noch im Steinihaus und im Steinineum, wir haben eine Musikschule, wo über 300 Schüler, unter Anführungszeichen, die sind von 16 bis 85 Jahre alt. Die älteste Frau kommt aus Graz. Sehr und schön. Die fährt regelmäßig alle 14 Tage nach zu uns, nach Gasen, und zum Unterricht und spielt Harmonika. Es ist so eine Freude, wenn man das sieht, was die Leute, nur wenn sie ein Instrument ein bisschen beherrschen, ein bisschen was die spielen können, für sich, nicht für die Bühne oder was, was die an einer für Freude haben. So ist es, und das wünschen wir auch weiterhin. Und da, das unterstützen wir halt sehr im Stein. Und wer zu euch kommt, kann die Steine auch noch so erleben, weil sie eben noch so geblieben sind, wie sie immer unser waren. Unser Slogan ist halt, also wenn wir das große Denkmal bekommen haben vor dem Steinehaus, zur Eröffnung habe ich auch gesagt, Leute, wir danken schon, wir sind jetzt 40 Jahre, über 40 Jahre zu euch in die Welt rausgefahren und jetzt kommt ihr uns besuchen. Das ist schön. Das ist das Schönste, so soll es bleiben. Anneliese Kreiselwurt, für Sie gibt es noch lange kein Aufhören, hoffentlich. Sie machen weiter. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Es ist das, was ich am liebsten tue. Und der Kopf ist noch voll wahrscheinlich mit Melodien und Texten. Also da haben wir noch einiges irgendwie zu irgendwie aussehen müssen. Schön. Bleiben Sie aktiv, den Stornis haben Sie viel gebracht, das ist schön. Noch einmal der Hinweis aufs Musical, im nächsten Jahr wird es weitere Termine geben. Auf der Homepage nachschauen und ein schönes Weihnachtsgeschenk wäre es auch. Für uns war es ein Geschenk, dass ihr da wart. Herzlichen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Alles Gute auch an die Kollegen und die Brüder. Danke. Meine Damen und Herren, ich danke fürs Zuschauen. Alles Gute, wir sehen uns.